Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Zeigern in C++ beschäftigen. Ich habe schon in einem der vorherigen Videos gesagt, wir haben ja in C++ die größere Freiheit, was es bezüglich Stack und Heap, wie wir eben Objekte allokieren können auf diesen beiden unterschiedlichen Abschnitten des Speichers. Und in diesem Zusammenhang spielen natürlich Pointer eine große Rolle. Genau das gab es ja in C-Sharp nicht. Da wurde automatisch für uns zwischen Value-Types und Reference-Types unterschieden. Und hier in C++ haben wir eben die größere Freiheit, müssen aber natürlich auch aufpassen, was hier genau passiert. Und deswegen gehen wir jetzt einfach gleich mal einige Beispiele durch. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich mir hier einen neuen Double-Wert erstelle. Und dieser Double-Wert hier oben, der landet natürlich auf dem Stack. Das heißt, hier kommt es eben dazu, dass auf dem Stack genauso viel Speicher, wie ein Double eben braucht, allokiert wird und in diesem Speicherbereich die, die Gleitkomma-Repräsentation von 42 in 64-Bit hier abgestellt wird. Und was ich mit Pointern eben machen kann, ist, dass ich hier eben nach der Typangabe einen Stern mache. Wir haben dann eben einen Pointer to value 1 und ich kriege die Adresse dieser Variable, wo der Wert drin steht auf dem Stack, indem ich einfach ein und davor schreibe und in diesem und diese Adresse halte ich mir dann wiederum in einer anderen Variablen fest. Und das wird Ihnen sicher auch noch aus C geläufig sein. Bis jetzt ist ja noch nichts C++-spezifisches dabei. Wir können dann eben auf die Konsole den Inhalt von diesem Pointer ausgeben. Entschuldigung, das wollte ich nicht. So. Also wir geben jetzt hier tatsächlich wieder die 42 aus, indem ich hier diesen Pointer, den ich hier erstellt habe mit dieser Typangabe, wiederum hier mit einem Stern dereferenziere. Also der Stern hat, wie Sie sicher noch wissen, mehrere Aufgaben, nämlich einmal, dass wir hier anzeigen, dass wir nicht direkt einen neuen Double auf dem Stack haben wollen, sondern einen Pointer, der auf einen Double zeigt. Und um dann tatsächlich an den Inhalt zu kommen, ich werde das, glaube ich, auch hier nochmal neben Anricht anskizzieren, also unser Speicherbild schaut ungefähr so aus, dass wir hier eben die Main-Methoden-Infos auf dem Stack haben. Dann haben wir hier eben tatsächlich diesen Value 1, was ein Double ist, und da steht eben 42 drin in Gleitkomma-Repräsentation. Und hier haben wir jetzt eben tatsächlich Pointer, den kürze ich einfach mal mit P ab. Ja, das ist eben ein Double-Stern und das ist eben eine Referenz. Und er hier zeigt letztendlich bloß auf diesen Speicherbereich hier unten. Da, wo jetzt Ref steht, ist natürlich, da steht eigentlich die Adresse von diesem Speicherbereich hier drin. Ja. So sieht das Ganze aus. Und das war natürlich jetzt auf dem Stack. Dann kommen wir zu einer Neuerung, die es eben auch jetzt hier in C++ gibt. Das hier ist auch vollkommen okay. Wir haben hier jetzt eben eine neue Variable auf dem Stack, in der eben 43 drin steht. Was wir hier sehen, ist einfach ein Konstruktoraufruf. Das ist hier eben letztendlich eine Kombination aus Typangabe, Name für die Variable und hier da hinten haben wir direkt den Konstruktoraufruf dran gehangen, mehr oder weniger. Das ist aber einfach nur die identische Schreibweise wie hier oben. Wenn ich einfach einer neuen Variable 42 zuweise, genau das gleiche passiert hier letztendlich auch. Es wird eine neue Variable auf dem Stack, die heißt Value 2 gebildet, ist vom Typ, ist ein Double.
und da steht dann 43 initial drin. So, und auch hier können wir eben sagen, gut, dann mache ich hier eben einen Pointer. Und auch hier kann ich dann eben ganz normal wieder mit dem Und-Operator die Adresse von meiner Variablen abfragen. Und jetzt gebe ich mal tatsächlich diese Adresse hier aus. Und man sieht hier eben den Unterschied. Ich habe hier keinen Stern benutzt. Der fehlt hier unten ganz einfach. Ja, und jetzt gebe ich sozusagen direkt den Inhalt, der in dieser Variable drin steckt, mal auf der Konsole aus. Und da wird dann eben die Adresse stehen, wo dieser Double hier allokiert wurde auf dem Stack. Ja, dann können wir natürlich auch weitermachen. Wenn wir schon sagen, wir können uns selber aussuchen, wo wir unsere Objekte erstellen, dann heißt es ja auch, dass wir jetzt in C++ die Möglichkeit haben, dass wir hier tatsächlich jetzt mal einen Double-Wert auf dem Heap erstellen. Also auch da werde ich nochmal zur Verdeutlichung hier das Speicherabbild schnell skizzieren. Vorher hatten wir nur den Stack, jetzt haben wir Stack und Heap. Und was hier jetzt eben passiert, ist natürlich, dass wir hier und so weiter die Main-Funktion haben und alles andere, was wir hier schon vorher in dieser Main-Methode gemacht haben. Der wichtige Punkt ist aber, dass wir jetzt hier eben diesen P3 haben. Den kürze ich mal so ab, das ist ein Double-Stern. Und der zeigt natürlich auf irgendwas. Und das ist natürlich jetzt hier tatsächlich ein Double. Und dieser ist natürlich auf dem Heap allokiert worden und da steht 44.0 drin. Und er zeigt auf ihn mit dieser Referenz. Also hier in dieser Variable steht die Adresse jetzt eines Objekts im Heap. Und dieses Heap-Objekt ist natürlich hier ein Double mit dem Wert 44. Sowas war eben in C-Sharp überhaupt nicht möglich. Wie gesagt, zugrunde liegt eben Value-Type-Reference-Type-Unterscheidung. Und da Double in C-Sharp eben ein Value-Type ist, ist es nicht möglich, dass wir so ein Konstrukt hier in C-Sharp überhaupt zustande kriegen. Dass ein Double-Wert landet eben immer als Teil eines Objekts im Heap oder direkt als Wert in einer Variable. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, dass ein Double für sich selbst im Heap einen Speicherabschnitt bekommt und über diesen Speicherabschnitt dann direkt referenzierbar ist. Sowas ist in C-Sharp nicht möglich. Ja, was wir dann natürlich auch machen können, ist nicht bloß, dass wir lesend über den Pointer auf Inhalte zugreifen, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir über den Dereferenzierungsoperator Stern hier den Wert hinter einem Pointer verändern. Hier habe ich jetzt eben den Wert 44, den wir auf dem Heap angelegt haben, um 1 erhöht und damit sollte dann 45.0 drinstehen. Auch das können wir dann natürlich wieder auf der Konsole ausgeben. Und wir lassen jetzt mal dieses Require User to Press Enter Methode hier drin. Wichtig ist, das dürfen Sie nie vergessen, wenn Sie auf dem Heap allokieren, sei es jetzt ein Double wie in diesem primitiven Beispiel, sei es ein Objekt, das Sie aus Ihrer eigenen Klasse instanziert haben und das komplex ist. Immer wenn Sie New aufrufen, muss es dazu einen passenden Delete-Aufruf geben. Wir haben keinen Garbage Collector in C++, in nativen C++, um genau zu sein. Und deswegen, also man kann sich vielleicht selber einen implementieren. Das ist vielleicht gar nicht mal so die schwierigste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Aber von Haus aus ist eben kein Mechanismus dabei, der sagt, okay, guck mal durch den Heap, ob wir irgendwas deallokieren können, was wir nicht mehr brauchen.
wichtig ist eben hier, dass man das nicht vergisst und eben zu bestimmten Zeitpunkten, da muss man sich eben Gedanken machen, wann man das machen möchte, dass man den entsprechenden Pointer dann auf diesem Delete aufruft. Das heißt wiederum nichts anderes, als dass der Bereich oder der Speicherbereich, auf den dieser Pointer zeigt, freigemacht wird. Also auch das können wir uns natürlich nochmal kurz visualisieren. Wir haben hier den Stack, wir haben hier den, also ich zeichne jetzt bloß ganz grob, Entschuldigung, falsch rum, hier an, dass wir eben diesen P3 haben. Das ist eben ein Double Stern und der zeigt ja auf diesen Double Wert hier oben im Heap. Da stand ja gerade 45.0 drin, den wir hier erhöht haben. So, er zeigt eben jetzt hier auf dieses Objekt im Heap. Wir schreiben das hier auch nochmal der Vollständigkeit hin. Stack, Heap. Und was jetzt mit Delete gemacht wird, ist ganz einfach bloß, zeige ich mal hier direkt mit Rot, dass wir hier einfach diesen Speicherbereich deallokieren. Das zeichne ich jetzt mal mit diesem roten X hier. Und der Punkt ist eben, genau das passiert bei diesem Delete-Aufruf hier. Ja? Der Speicherbereich für diesen Heap-Abschnitt wird deallokiert und kann wiederverwendet werden, wenn wir eben jetzt irgendwann anders New aufrufen. Und der Punkt dahinter ist ganz einfach, sobald wir das gemacht haben, ist trotzdem noch dieser Zeiger sozusagen aktiv und zeigt auf diesen Speicherbereich im Heap. Wenn wir das und wenn wir sauber löschen, sollten wir eben darauf achten, dass wir einen Pointer, auf den wir dann Delete aufgerufen haben, dann auf Null Pointer setzen. Das passiert hier in dieser unteren Zuweisung. Das heißt ganz einfach nichts anderes, als dass eben hier nicht mehr die Adresse eines Speicherbereichs, der mittlerweile schon deallokiert ist, eben drinsteht, sondern dass wir hier tatsächlich sagen, dass hier Null drin steht. Man kann es jetzt schlecht lesen. Ich schreibe es mal drunter. Also hier steht dann eben Null in dieser Variable hier drin. Und das heißt einfach nichts anderes, als dass diese Referenz hier auf den Speicherbereich gekappt wurde. Das ist eben das Wichtige, was man mit beachten muss. Ich möchte noch auf drei kleine Sachen eingehen. Punkt 1, wo Sie diesen Stern machen, ist vollkommen egal. Auch das hier ist eben eine richtige Deklaration einer Variable. Und hier wird ja dann gleich ein Wert mit hinzugegeben. Also Sie können es so schreiben, Sie können den Stern einfach in die Mitte machen oder den Stern hier an den Typen ranhängen. Ist vollkommen egal, wie Sie das schreiben. Meine persönliche Präferenz ist, dass ich den Stern beim Typen lasse. Das kommt aber wahrscheinlich daher, dass ich eigentlich aus der C-Sharp-Welt komme. Und bei Variablen steht halt immer, oder auch bei Feldern oder wo man eben sonst Typen braucht, bei Parametern. Für mich ist das eine Angabe, die mit zum Typ gehört und deswegen setze ich die mit zu diesem Typdefinition, die eben sagt, auf was zeige ich denn eigentlich. Das ist meine Argumentation. Es gibt auch viele C++-Programmierer, die machen das so rum. Die sagen eben, dann sieht man direkt am Variablenbezeichner hier, wenn wir definieren, dass es ein Pointer ist. Und es gibt auch Leute, die machen das tatsächlich so. Letztendlich ist es vollkommen egal. Ich würde Ihnen bloß raten, machen Sie es einheitlich, damit Ihr Code eben leichter zu erfassen ist. Und deswegen werden Sie das bei mir immer so sehen. Es gibt eben Argumente dafür und dagegen, aber es ist letztendlich eigentlich unerheblich, wie Sie den Code schreiben. Der Compiler versteht alles in dieser Hinsicht. Punkt 2 ist, ich möchte noch kurz zeigen, wie jetzt denn eigentlich der Heap und der Stack
komplett aussehen. Das haben wir ja hier, kann ich das hier so an die Seite schieben, dass wir das so ein bisschen übersichtlich haben. Das wäre ja schon praktisch. Und dann könnten wir hier eben, wenn wir das mal wegnehmen und noch etwas kleiner machen, können wir uns jetzt eben hier anschauen, wie das schrittweise aufgebaut wurde. Also wir sehen hier unten die Methodeninfo von Main. Da steht natürlich Rücksprungadresse und gegebenenfalls ein Rückgabewert drin. Das haben wir so zusammengefasst. Dann haben wir hier die Variable Value1, in der eben 42 drin steht. Und dann haben wir einen Pointer definiert, der tatsächlich von einer vom Stack auf den Stack zeigt. Sowas war ja in C-Sharp auch nicht möglich, dass wir sozusagen mit Referenztypen auf irgendetwas auf dem Stack zeigen. Keine Chance. Das ist eben in C++ möglich. Dessen muss man sich einfach mal bewusst sein. Genau das gleiche passiert eben hier bei Value2 und Pointer2Value2. Und bei Pointer2Value3 haben wir jetzt eben das Konstrukt, was ich vorher auch schon skizziert habe, dass wir eben hier jetzt einen Double im Heap haben und wir haben eben in dieser Variable links hier auf dem Stack die Möglichkeit, auf diesen Heap Double zu zeigen. Und bitte nicht vergessen, dieses Ding hier müssen wir auf jeden Fall manuell mit Delete deallokieren. Ganz wichtig. Und dann kommen wir zu Punkt 3. Das ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich mehrmals Delete aufrufe? Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, dass dieser Pointer hier, den wir hier haben, der wird vielleicht von mehreren Komponenten genutzt. Und wir haben uns noch nicht richtig überlegt, wer wann was deallokiert. Und jetzt kommt es eben bei unserer Implementierung zu dem Fall, dass auf einen Pointer mehrmals Delete aufgerufen wird. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Wenn ich jetzt nochmals Delete auf Pointer to Value 3 aufrufe. Und wir springen direkt mal hier an diese Stelle. Wir sehen jetzt hier eben in der Ausgabe nochmals, dass wir hier tatsächlich die 42 haben, also den Inhalt hinter einem Zeiger. Dann haben wir hier die Adresse, die auf die ein Zeiger zeigt. Und hier haben wir wieder den Inhalt, nur mal ganz kurz. Noch nebenbei, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dieser Stelle, wo ich eben jetzt hier Pointer to Value 3 mal direkt hier einmal delete und jetzt das zweite Mal. Wir sehen hier unten auch im Locals Window, dass sich hinter diesem Pointer to Value 3 nichts mehr befindet. Und wenn wir hier tatsächlich Delete aufrufen, passiert nichts, es fliegt keine Exception. Das ist schon mal anzumerken, wenn wir einen Pointer eben nach dem Löschen auf Null Pointer setzen und nochmals Delete darauf aufrufen, dann kriegen wir erstmal keinen Fehler. Dann nehme ich mal diese beiden Sachen raus und wir schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn ich eben eine Speicherstelle lösche, dann den entsprechenden Zeiger aber nicht auf Null Pointer setze und nochmal Delete auf diesen Speicherbereich aufrufe. Gucken wir mal, wie das jetzt hier funktioniert und wir sehen, hier bekomme ich dann tatsächlich eine Debug Assertion. Und zur Laufzeit, wenn ich eben das nicht im Debug-Modus mit Visual Studio starte, sondern mal direkt, dann kriege ich eben auch einen Fehler und mein Programm stürzt ab. Wir sehen also, nicht auf Null Pointer setzen ist eine echt schlechte Idee, wenn es dann durch unsere schlechte Programmierweise oder durch was auch immer dazu kommt, dass wir nochmals Delete auf einen Pointer aufrufen. Also deswegen ist es elementar, dass man nicht vergisst, Pointer nach dem Delete-Aufruf auf Null zu setzen. Das heißt, wir, Moment, ich werde das nochmal reinnehmen und ich lasse das jetzt mal ohne Debugger auflaufen und wir sehen auch hier, okay, das war jetzt im Debug-Modus, das war jetzt nicht so gut. Gehen mal in den Release-Modus und gucken uns an, was hier passiert und wir sehen unsere Applikation, die stürzt einfach ab.
zurück zum Debug-Modus. Also wir haben gemerkt, es ist eine schlechte Idee, diese Null-Pointer-Zuweisung nicht zu machen. Und das Letzte, was ich noch machen möchte, ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich Delete auf einen Pointer aufrufe, der auf den Stack zeigt. Ja? Nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten hier ja die Situation, dass wir hier Value 2 auf dem Stack erstellt haben, ganz normal. Und Pointer to Value 2 holt sich eben die Adresse von diesem Value 2 und zeigt damit eben auf eine Adresse im Stack. Und wir wissen ja, der Stack wird automatisch allokiert und deallokiert, wenn wir in Methoden hineinspringen bzw. diese verlassen. Das heißt, was passiert denn, wenn ich jetzt eigentlich Delete hier auf einen Speicherbereich im Stack aufrufe? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Und wir sehen hier auch gar nicht gut. Wir sehen hier eben, wenn wir das versuchen, stürzt uns auch unser Programm ab. Das ist eben in der zumindest Visual C++ Implementierung verboten, dass wir Delete auf einen Stack-Bereich aufrufen. Wir können das Ganze auch nochmal im Release-Modus ohne angehängten Debugger uns anschauen. Hier sehen wir eben, auch hier stürzt unser Programm ab. Was heißt das letztendlich für uns? Wenn wir in C++ schreiben, müssen wir uns, wenn wir Pointer einsetzen, und das ist sehr wahrscheinlich, dass wir Pointer einsetzen, uns einen Mechanismus überlegen, mit dem wir unterscheiden, muss ich jetzt etwas löschen oder nicht? Also muss ich ein Objekt hinter einem Zeiger löschen oder nicht? Liegt in meiner aktuellen Klasse, die ich schreibe, überhaupt die Verantwortlichkeit dafür? Oder könnte ich das zum Beispiel in eine zentrale Stelle auslagern? Und der Punkt, den ich hier eben machen will, ist, es macht sehr wohl Probleme, wenn wir eben mehrmals Delete auf eine Speicherstelle aufrufen. Und es macht auch Probleme, wenn wir einmal Delete auf eine Speicherstelle aufrufen und wir zeigen eben gerade auf etwas, was im Stack ist. Und das ist eben nochmal der Punkt, dass wir uns mit dem Dependency Inversion Principle, eins der Solid Prinzipien, beschäftigen, weil das sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass wir ja unsere Abhängigkeiten von außen bekommen. Und mit Pointern haben wir eben die Möglichkeit in C++ etwas per Call by Reference zu übergeben, anstatt per Call by Value, wenn wir eben einfach den Typ angeben, ohne dass wir eine Pointer-Angabe daneben machen. Und das heißt einfach, wenn wir hier eben unsere aktuelle Klasse schreiben, bei der wir gerade zugange sind, und diese Klasse möchte eben auf eine andere Klasse zugreifen, einfach durch Kapselung, das ist eben Klasse A und Klasse B, und er möchte ihn hier bitte nutzen, dann heißt es ganz einfach, dass wir ein Objekt dieser Klasse B ihm von außen übergeben müssen. Was hat das für einen Vorteil? Klasse A kann B, eine Instanz von B benutzen, muss sich aber nicht um die Erstellung kümmern und muss sich auch nicht darum kümmern, dass das Ding gelöscht werden muss. Diese komplette Sache, wie werden Objekte gelöscht und wann werden sie instanziert, das können wir beispielsweise im Composition Root festlegen oder eben in einer speziellen Klasse, die sich eben bloß mit dem Lebenszyklus von bestimmten Objekten beschäftigt. Und was letztendlich hier dahinter steckt, ist nichts anderes als das Dependency Inversion Principle, das DIP von den Solid Principles. Und wenn man das einmal durchstiegen hat, ist dieses Problem mit dem Delete auch nicht schwierig. Wenn wir eine sehr einfache Programmstruktur haben, wo wir eben kaum zu bestimmten Zeitpunkten dynamisch in bestimmten Klassen, beispielsweise über Factories, eigentlich über Abstract Factories dann wahrscheinlich, Objekte erstellen müssen, dann können wir uns einfach alle Objekte im Composition Root erstellen und diese dann eben per Pointer beispielsweise an die verschiedenen
Instanzen der Klassen bereitstellen, um eben sozusagen Dependency Injection zu betreiben und so die Abhängigkeiten zwischen unseren Klassen aufzulösen. Und der Composition Root sorgt eben dafür, dass wenn Objekte auf dem Heap erstellt werden müssen, dass wir dann eben am Ende des Programms sagen, okay, hier löschen wir jetzt alles, was wir nicht mehr brauchen. Und genau das ist eben der Punkt, den man sich einmal überlegt haben muss in C++. Wie sieht meine Strategie aus, damit ich nicht Delete auf Stack-Variablen aufrufe oder Delete, mehrmals Delete auf Speicherbereiche im Heap? Und meines Erachtens ist die einfachste Strategie, das Dependency Inversion Principle dazu zu befolgen. Gib den Objekten die entsprechenden Instanzen von außen. Das heißt, Klasse A kann gegen eine Abstraktion von Klasse B programmieren, muss sich nicht um die Instanzierung kümmern und auch nicht ums Löschen. Das Löschen wurde uns in C# ja vom Garbage Collector abgenommen. In C++ müssen wir uns darum selber kümmern. Eine andere Möglichkeit oder eine zusätzliche, die man neben dem Composition Root eben anwenden kann, sind die Smart Pointers aus der STL, die zumindest der Shared Pointer, der ist eben, der zählt Referenzen auf Objekte, und wenn man ihm weitergibt, wird eben die Reference Count erhöht. Wenn ein Smart Pointer out of scope geht, wird der Reference Count erniedrigt, und damit kann man dann eben auch automatisch Objekte vom Heap löschen lassen. So viel zu diesem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser kleinen Wiederholung zum Thema Zeiger, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.